Hallo und herzlich willkommen zu Mikes Koch- und Backstudio. Heute möchte ich Nudeln mit Hackbällchen und einer Senfsoße machen. Und alles, was ich dafür haben muss, seht ihr gleich nach meinem Intro. Ja, was muss ich alles haben für meine Nudeln mit Hackbällchen in Senfsoße? Ich habe hier 500 Gramm gehacktes, das ist halb und halb. Dann brauche ich für meine Soße 2 Esslöffel Senf und 300 Milliliter Sahne. Ich habe jetzt hier Milch genommen, weil die Sahne ist mir zu fettig. Dann brauche ich für mein gehacktes noch einmal 1 Esslöffel Senf, eine gehackte Zwiebel, ein bisschen Petersilie. Ja, und ich habe hier meine Nudeln, die habe ich mir selber gemacht. Und weil ich dafür alles haben muss, erzähle ich euch nachher. Ja, und hier ist schon mal mein Topf für die Nudeln. Das Wasser, das wird langsam warm, weil davon müsst ihr nachher auch noch 250 Milliliter Wasser haben. Ja, wir fangen jetzt an mit unseren Hackbällchen. Ich nehme das gehacktes, gebe es in die Schüssel. Dann nehmen wir uns den einen Esslöffel Senf. Den geben wir dazu. So. Dann die Zwiebeln. Und natürlich Salz und Pfeffer. Oh. So, ein bisschen Salz. Und in der Zwischenzeit bin ich meine Pfanne am Aufheizen und das kneten wir jetzt durch. Ja, und in der Zwischenzeit, wo ich hier am Kneten bin, kann ich euch ja mal verraten, wie ich meine Pasta selber gemacht habe. Ich habe 150 Gramm Hartweizenmehl genommen, 300 Gramm Mehl, 4 Eier und 90 Milliliter Olivenöl und eine Prise Salz. Das habe ich dann zu einem schönen Teig gemacht und das geht dann für eine Stunde auf zwei dann noch in Klarsichtfolie im Kühlschrank rein. So. Jetzt ist unser Gehacktes auch fertig. Jetzt formen wir uns aus dem Gehacktes kleine Frikadellen. Das letzte Bällchen. So, ich habe jetzt hier meine gehacktes Bällchen fertig. Jetzt geben wir ein bisschen Öl in die Pfanne. Und jetzt braten wir unsere gehacktes Bällchen da drin schön an. Ich habe meine Hackbällchen jetzt schon mal gedreht. So. Dann habe ich mir hier einen Teller zurechtgestellt mit einem Zebertuch drauf. Da kommen die jetzt gleich drauf zum bisschen abtropfen. So, die Bällchen sind draußen. Jetzt nehmen wir die Sahne und kippen die hier drauf. Oder die Milch, also in dem Fall Milch.
Jetzt kommen noch die 2 Esslöffel Senf hierbei. So. Und jetzt auch noch ein bisschen Petersilie. So. Und das wird dann schön verrührt. Und mein Nudelwasser ist sich auch am Melden. So. Und das lassen wir jetzt mal schön kurz aufkochen. Und in der Zwischenzeit kümmern wir uns hier um das Nudelwasser. Ist jetzt am Kochen. Da gebe ich jetzt eine Prise Salz rein. Und dann nehme ich hier meine selbstgemachte Pasta und lege die dann da rein. Jetzt schmecken wir die Senfsoße mit Salz und Pfeffer ab. Ihr seht ja jetzt hier, die Nudeln kommen jetzt langsam nach oben und wenn die nach oben kommen, sind sie fertig. Die hole ich jetzt raus und lasse die mal kurz abtropfen. Und lege dann den nächsten Schwung rein. Jetzt legen wir alle Nudeln rein. Ihr seht ja selber, Nudeln selber machen ist kein Hexenwerk. Traut euch ran. Erstens wisst ihr, was da drin ist. Und zweitens, die schmecken bombastisch, selbstgemachte Nudeln. Und jetzt nehmen wir uns hier von dem Nudelwasser nehmen wir uns 250 Milliliter von ab. Noch ein bisschen. Und geben das jetzt noch zu unserer Soße. Ihr könnt natürlich auch ganz normales Leitungswasser nehmen, aber ich nehme immer dafür das Nudelwasser, weil dann ist ja der ganze Geschmack von den Nudeln, der jetzt in dem Wasser ist, der ist dann auch gleichzeitig in der Soße drin. So. Und jetzt gehen wir wieder hin und legen die Bällchen in die Soße rein. So wie ihr jetzt seht hier, hat das Nudelwasser meine Soße richtig schön eingedickt. So soll es aussehen. Und jetzt nehmen wir unsere Nudeln und geben die Nudeln hier drüber. So. Weil die Nudeln saugen jetzt auch noch ein bisschen von der Soße auf.
Seht ihr, was die Nudeln an Soße aufsaugen. Ja, meine Nudeln mit Hackbällchen in Senfsoße sind jetzt fertig und wir können anrichten. Und fertig sind meine Nudeln mit Hackbällchen in Senfsoße. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert meinen Kanal, lasst mir einen Daumen da, lasst mir einen Kommentar da. Rezept sende ich euch in die Infobox und schaut doch mal hier in meine anderen Videos rein. Und ich sage Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye, sagt euer Mike.